Moin und willkommen bei unserem fetten Let's Play. Ja, Go Trabi Go, ne? Jo. Alter, das schockt ja mal so richtig, das Spiel. Ja, hier gesponsert von unserem lieben Wiki in seinem Fanpaket. Hab ich mal gedacht, ich reiß das mal an hier, weil ich mache mir meine Bürotür zu, sonst kriege ich gleich auf von meiner Frau, weil die pennt nämlich gerade. Besser ist, ne? Besser Bescheid. So, was haben wir hier? Go Trabi Go ist ein Rennspiel. Hat nichts mit Trabis zu tun sonst. Aber das zeigt mal die geilen Autos, die es hier gibt. Auswahl mal die hier. Hier. 150 Sachen fährt hier so ein Trabi. Und wenn immer sportlicher. Fett, ne? Aber wir sind ja... Nee. Da, das war ein warm. Karrieremodus. Erste Strecke, Burg. Wollen wir die Burg mal so richtig abholen hier. Das geht bei uns. Wir können das. Auswahl. Ach du Scheiße. Nun sind wir am Start. Er wollte gerade abbrechen. Das scheiß Aufnahmeprogramm. Aber egal. Oh, diese High-End-Grafik. Richtig wie Need for Speed von früher. Erinnert mich so richtig... Ja doch, Need for Speed. So brennender Asphalt oder so. Aber originale Entführung. Also, Rick, meinen Sie mir, das ist arschschwer, das Spiel. Arschschwer. Wow. Das fährt sich wie auf rohen Eiern, das Ding. 140 Sachen um der Ecke. Driften. Ich hab's einmal angetestet. Ganz kurz. Ob es funktioniert. Funktioniert erst rein. Spiel vor dem Herrn, ey. Alter. Habt ihr den Drift gesehen? Wow! Alter! Hinten steht eine Burg, deswegen heißt die Strecke wohl auch so. Ich bin auch sogar Erster. Ja, erste Runde. Ich habe ein Rennen gefahren hier, auch auf der Strecke hier. Da habe ich gewonnen. Da hätte ich eigentlich gewonnen, habe alle Runden normal gefahren, hat aber nicht erkannt, dass ich durch den Checkpoint gefahren bin. Da habe ich trotzdem verloren. Da hatte ich keinen Bock mehr, habe ich gesagt, scheiß Spiel. Aber jetzt probieren wir es einfach mit euch. Ich habe gedacht, momentan machen wir sowieso so viel mit Trabis, ne? Durch die hier ganzen Schlachtkarossen. Da habe ich gedacht, dann kommen wir mal eben nochmal hier halt mal die richtigen fetten Pro-Games rauspacken. Wo wir die alle wegholen. Ah, das ist jemand gesammelt. Habt ihr gesehen im Spiegel? Das ist übrigens höchste Grafikeinstellung. Absolut höchste. Mehr geht hier nicht. Wow. Wow. Da gibt ja auch ein Schadensmodell, habe ich letztens gesehen. Dann eben gegen die Wand von der Bullen die Seiten von der Pappe so ein bisschen ein, aber nichts Dramatisches. Au, 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 quer durch. Alter. Alter. Wo man die Linksabbiegetaste länger wie 2-3 Sekunden drückt, fängt er an zu driften. Total geil. Ich finde es realistisch, also die Gurke fährt sich genauso. Wenn ihr mir das nicht glaubt, das ist so. Oder auch nicht. Porsche-Felgen hier drauf, das ist eine Kiste. Oh, oh. Oh, oh, der hat gesessen. Seht ihr, die Bollen jetzt in der Seite? Ist eingedrückt. Das mache ich damit. Es gibt hier ein Schadensmodell. Auch wenn es kacke ist, aber auch ein beschissenes Schadensmodell ist ein Schadensmodell. Böah, finde ich jetzt so, ne? Boah, ich trinke gerade so ein Rennerwasser, irgendwie, weiß das Zeug? Mini-Au oder Mini-Au Lemon. Lemon, ne, Zitrone, ja. Oh, scheiße. Nicht Wasser gucken, Auto fahren. Ich bin halt so gut für dieses Kackspiel. Ah, da läuft. Letzte Runde dürfen wir nicht verkacken. Wenn wir die verkacken, haben wir ganz verkackt. Ich kann wetten, der hat aufgebohrte Gebrauchkolben drin. Deswegen läuft der Wagen so gut. Wisst ihr Bescheid? Au, au! Ich schon wieder. Aber so, Alter, kann er ab.
Und das ist bei der Rennfahrers. Hier wollte die Grenade mit ein bisschen Rumpel liefern. Oh! Oh! Von der Auspuff, der ist ja wie bei einem 1-1er-Trabant, ne? Und unser Modell relativ gut gelungen. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Trabi. In sportlich, mit Kurvenverbreiterung. Und. Neuer Rekord, erster. Leute, so fährt man so ein scheiß Spiel.